Moin Moin Sikros-Freunde, willkommen zurück hier zur Flaschenpost. Schon wieder eine, ja, nach gestern haben wir gleich wieder jede Menge Themen für euch und ja, ihr seht schon an der Seite, weil ich da alles schon wieder vorbereitet habe. Wir wollen euch den Hotfix 0803 erklären, ein bisschen näher bringen. Dazu gibt es noch eine Aussicht zum weiteren CV-Rework, was hier mit bis zum Update 084 alles passieren soll. Was Wargaming sich so vorstellt, was bzw. jetzt angekündigt hat, ist natürlich auch subject to change. Dann geht es um ein Event und dann geht es natürlich noch um, ich sag mal, ein Wellengeflüster, könnte man sagen, was eventuell kommen soll demnächst. Wann genau, wissen wir nicht. Also, fangen wir direkt an mit dem Hotfix 0803. Hier oben steht schon, morgen früh, 21. Februar, 5 Uhr bis 6 Uhr, werden die Server ausgeschaltet. Dann wird ein Update von 200 MB für euch zur Verfügung gestellt zum Runterladen. Und dann wird es folgende Änderungen in World of Warships geben. Also, das Erste, was sich ändern wird, ist, dass die Schlachtflugzeuge genervt werden gegen Zerstörer. Nämlich die Vorbereitungszeit für einen Angriff verlängert wird und somit dann auch sofortiger Angriff auf Zerstörer, wie ich sie zum Beispiel gestern noch im Livestream geflogen bin, ja, wohl schwerer werden. Das heißt, die Vorbereitungszeit ist das, was ihr, wenn ihr das erste Mal raufklickt, bis ihr dann wirklich die Raketen abfeuern könnt, ja, als Zeit angezeigt bekommt, ne? Die wird also deutlich verlängert. Dann werden die Parameter des Zielens jetzt deutlich verändert. Und zwar, wenn ihr manövriert, bekommt ihr jetzt einen größeren Malus dafür, dass ihr manövriert. Und damit wird das präzise Zielen deutlich schwieriger. Und auch die Manövrierfähigkeit an sich, wenn ihr im Angriffsmodus seid, also nur noch mit zwei oder drei Fliegern unterwegs seid, wird ja, deutlich eingeschränkt. Somit könnt ihr dann auch den Ausweichmanövern des DDs nicht mehr so gut folgen. Das heißt, ihr müsst euren Angriff besser planen. Ja, ob ich das jetzt so richtig cool finde, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich muss mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Die schreiben hier von deutlichen Veränderungen. Ich bin mal gespannt, also von einem großen Malus auf die Genauigkeit. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es dann kommt. Wichtig ist, dass ihr bei allem, was wir jetzt hier erzählen, immer noch im Hinterkopf behaltet. Auch diese Sachen werden nicht final sein, denn das wird einem permanenten Update und permanenten Veränderungen unterliegen. Und das wird noch eine ganze Zeit so weitergehen. Da bin ich mir relativ sicher, dass es da noch einige Hotfixes bzw. einige Updates bedarf, bis da eine vernünftige Balance gefunden ist. Weil es kann ja am Ende auch nicht der Sinn und Zweck sein, dass der CV dann demnächst gar keinen Schaden mehr macht. Dann könnte man wirklich irgendwie mal darüber nachdenken, ob das so noch sinnvoll ist. Mir macht das Gameplay eine Menge Spaß, aber ich hoffe, dass World of Warships da sich noch ein bisschen was einfallen lässt, um das auch wieder, ich sag mal interessanter zu machen. Weil es kommt jetzt das nächste dazu, was für den CV-Fahrer relativ wichtig war, nämlich am Anfang zu spotten. Und er hat damit am Ende ja, Banner kassiert, die ihm ein bisschen geholfen haben. Man kann jetzt mit dem CV aktuell nicht gerade super viele Credits verdienen. So wie ich ihn fahre, ich weiß nicht, ob ich alles richtig mache, sicherlich auch nicht, aber ich muss da schon die Premium-Lackierung auf die 10 benutzen, da ich 200.000, 300.000, 400.000 Schaden mit einer Kurio mache, also nicht Schaden, sondern 300.000, 400.000 Credits am Ende der Runde mitnehme und das finde ich dann ist schon langsam, ja, grenzwertig, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, aber ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall werden die Sichtbarkeit oder wird die Sichtbarkeit aller Schiffe, ja, für die Entdeckung aus der Luft um 20% reduziert. Das bedeutet, wenn ein DD vorher 3 Kilometer sichtbar war, dann wird er jetzt halt kurz über 2 Kilometer sichtbar werden. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist für euch als DD-Fahrer, die Taste P immer schön im Auge zu behalten. Nämlich die Flak zu deaktivieren und erst dann zu schießen, wenn ihr definitiv entdeckt seid von den Flugzeugen. Weil das nämlich die perfekte Gegenwaffe ist. Wenn ich direkt über euch bin und ihr die Flak dann erst anschaltet, habe ich natürlich viel größere Probleme, euch da wieder zu entkommen und der Flak zu entkommen, also keinen Schaden zu nehmen, als wenn ihr schon auf 3, 4 Kilometer Flak-Reichweite auf mich möglicherweise schießen könnt und ich dementsprechende Gegenmanöver oder eben Angriffe ausführen kann, weil aus 3, 4 Kilometer habe ich natürlich genug Zeit, mich auf euch einzustellen. Dann wird die Effizienz der Jägerpatrouille verändert. Und zwar wird es wohl so sein, dass die Jäger jetzt schneller beginnen, feindliche Bomber in dem Bereich zu verfolgen und anzugreifen. Dazu werden die Einflussbereiche verändert, dazu wird die Reisegeschwindigkeit erhöht, dazu wird
die Anzahl des Verbrauchsmaterials erhöht, nämlich von 2, 3, 4 auf 3, 5 und 7. Also die Anzahl der Flugzeuge halt auch, ne? Das wird alles ein bisschen beeinflusst werden. Aber es hat auch einen Malus, nämlich die Jäger werden weniger Trefferpunkte haben. Das heißt also, ihr verliert die Jäger schneller. Jetzt ist es natürlich eine Überlegung, ja. Eigentlich ist es bei CV-Fahrern so, dass sie für jedes Flugzeug, was sie verlieren, Geld verlieren. Also Credits. Am Ende der Runde bekomme ich für jedes verlorene Flugzeug Credits abgezogen. Ich weiß aktuell nicht, wie viel, aber es wird sich bemerkbar machen. Und wenn ich jetzt Jäger abgezogen bekomme, also für jeden Jäger jetzt, sag mal, Summe 1000 Credits verliere, jo, dann verliere ich die jetzt ja viel schneller und jetzt auch gleich 7 Stück möglicherweise. Dann sind das 7000 Credits. Also in der Menge des Gefechts, wenn das Gefecht lange geht, kann das also eine ganze Menge ausmachen. Und ich habe schon mal Gefechte, da verlegt 40, 50 Flieger. Keine Ahnung. Also bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Wie gesagt, auch der Bereich, wo die Flugzeuge fliegen, wird verändert werden. Und zwar wird das jetzt steigen von der Tierstufe an. Bei Tier 6 sind 2,5 Kilometer, bei Tier 8, das wird unverändert bleiben. Also ich denke 3 Kilometer. Und bei T10 sind jetzt 3,5 Kilometer der Durchmesser der Patrouillenzone. Ne? Und dann wird die Midway auch nochmal ein bisschen angepasst. Und zwar sind da, ist ja der T-10-Träger der Amerikaner. Und da ist es eben so, dass ihr 6 Torpedos ins Wasser werfen könnt. Und das ist jetzt wohl auch auf ein bisschen zu übermäßige Effizienz gestoßen. Jetzt wird der Torpedoschaden genervt, nämlich von 5.367 auf 4.233, also über 1.000 Punkte, die ihr da weniger Alpha-Damage mit den Torpedos habt. Ne? Und dann kommt noch hinzu, dass die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit verringert wird. Und das wird ja sowieso angepasst mit dem Update 081. Ihr erinnert euch, wir hatten dazu schon berichtet, dass es nur noch demnächst 2 Wassereinbrüche auf dem Schiff geben soll. Also das heißt nur noch, das ist ja sogar einer mehr als vorher. Aber er tickt weniger lang und er macht weniger Schaden pro Sekunde. Ja, das ist ja auch schon eine Veränderung, die Träger nochmal betreffen wird. Dann geht's weiter und zwar mit der Enterprise. Da wurde jetzt festgestellt, dass die nicht effizient genug ist für einen Flugzeugträger und darum bekommt sie jetzt AP, also Bomber, die der Lexington entsprechen, aber immer noch mit AP-Bomben ausgerüstet sind statt HE, wie bei der Lexington. Also die Lexington hat eigentlich HE-Bomber, aber die Enterprise bekommt eben die gleichen Bomber, bloß mit einer AP-Bombe. So könnte man das sagen. Das erhöht die Überlebensfähigkeit der Staffel und dann werden die Torpedobomber auch überarbeitet, werden auch der Lexington entsprechen. Eine verkürzte Zeit für die Torpedoscharfschaltung wird es geben. Und ja, das Zielgebiet wird langsam schmaler. Dafür ist die Strafe war die Strafe fürs Manövrieren geringer. Und jetzt wird es aber so sein, dass sie schneller zielen, aber die Strafe für das Manövrieren eben wieder höher wird. Also quasi genau die gleiche Entwicklung wie bei den Schlachtflugzeugen. Und die Wiederauffüllung der Schlachtflugzeuge wird jetzt beschleunigt, aber es betrifft nur die Enterprise und nicht andere Träger. Was dann eben dazu führen soll, dass man, wenn man Flugzeuge verliert, die eben schneller wieder benutzen kann. Dann gibt es weitere Änderungen, die nicht Flugzeugträger in erster Linie, doch ein Teil schon, da sind die britischen Flugzeugträger mit dabei, aber die momentan jetzt im Spiel sind gerade, die sind davon nicht mehr betroffen. Also die Abklingzeit des defensiven Flakfeuers wird verändert und zwar wird der defensive Flakfeuer 2 jetzt auch eine geringere Abklingzeit als der defensive Flakfeuer 1 bekommen. Das ist ja eigentlich sowieso schon wohl vorgesehen gewesen, war aber falsch umgesetzt im Spiel. Dann wird die Geschwadergröße für britische Flugzeugträger angepasst. Außerdem wird die Fallzeit der Bomben verlängert, ne, und die Anzahl der Flugzeuge, die dann angreifen, wird auch verändert, nämlich von 3 auf 2. Und ja, die waren einfach zu effektiv, sagen sie, im Test. Und deswegen müssen sie das durchführen. Und das soll dann zu einer vergleichbareren Schadensleistung führen. Das Weitere ist auch bei den Schlachtflugzeugen etwas anderes, bei der Furious und bei der Indomitable, ja, so wird das, glaube ich, ausgesprochen. Da sind es auch dann 2 statt 3 Flugzeuge im Angriffsflug und das ermöglicht jetzt nicht mehr 2 Anflüge, sondern gesamt eben 3 Anflüge. Das ist eben eine Veränderung, sage ich jetzt einfach mal. Ob das dann jetzt besser ist, müssen wir dann sehen, ne?
Dann gibt es nochmal eine optische Sache. Die Huang He-Geschütze waren in der Luft schwebend modelliert. Das wird jetzt auch umgebaut. Das war aber nur dann, wenn man die Mondjahrestarnung aktiviert hatte. Ist halt jetzt dann repariert. Und ab dem 23. Februar wird der Hafen St. Petersburg zum russischen Feiertag Verteidiger des Vaterlandes dekoriert. Und das Update, das bleibt bis zum Update 081 so, also bis zum 28. Februar, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Das ist das, was mit dem Hotfix 0803 jetzt implementiert wird. Ich bin sehr gespannt, ich werde die Träger natürlich weiter testen, ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser ist. Ja, ich bin mal gespannt. Erstmal wird es sicherlich ein bisschen schwieriger werden, weil man kann jetzt weniger gut DDs angreifen, man kann weniger gut aufklären, man kann ein bisschen mehr mit den Jägern spielen, wofür man aber möglicherweise mehr Credits bezahlt. Ist erstmal, wirkt sich ein bisschen ziemlich stark negativ jetzt gerade so im Bauchgefühl. Ja, ich bin gespannt. Naja, aber das wird die Zeit zeigen und mit 081 kommt dann sicherlich die nächste Veränderung. Und was da noch für Veränderungen kommen, dazu kommen wir nämlich jetzt. Wir haben für euch einen Artikel übersetzt, der war wieder relativ lang und wurde von Englische ins Deutsche von uns übersetzt. Und hier geht es um die Pläne bis zum Update 084. Das heißt also, wir kriegen jetzt im Februar 081, März 082, April 083 und Ende Mai wäre dann 084 dran. Über diese Pläne reden wir jetzt und ganz, ganz wichtig, das ist alles Work in Progress. Das bedeutet, ihr habt also das ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt, was hier steht. Es kann sich also durchaus nochmal was ändern oder etwas priorisiert werden, etc. pp. Also müsst ihr dann einfach aufpassen, was dann alles so passiert. Also im ersten Punkt geht es um das Gleichgewicht. Ja? Aktuell gibt es noch kein Feintuning, sondern aktuell wird immer noch an den groben Sachen geschnitzt sozusagen. Und zwar geht es um das Verhältnis, um das Gleichgewicht der Luftverteidigung zu Flugzeugverlusten, steht hier. Damit das auf jeder Ebene nachvollziehbar und einfach ausgeglichener ist. Weil es geht ja auf der einen Seite um euer Spielspaß, wenn ihr euch verteidigen wollt gegen Flugzeuge, dass ihr nicht komplett ausgeliefert seid, aber auch der CV-Spieler soll ja motiviert sein, weiter CV zu fahren. Also muss man halt gucken, dass man da irgendwie eine demokratische Lösung findet, sage ich jetzt einfach mal, dass jeder irgendwie nachvollzogenerweise irgendwie Schaden bekommt, respektive weniger Flugzeuge oder mehr Flugzeuge verliert, je nachdem, was dann da getan werden muss. Ne, es wird auch darüber gesprochen, dass man hier nicht sehr schnell große Sachen verändern soll, sondern immer nur eine Stellschraube verändert, abwartet, was dann passiert. Weil wenn man zu viele Stellschrauben auf einmal verändert, wird es eben schwierig, diese Sache nachzuvollziehen, was war jetzt richtig, was war jetzt falsch. Darum braucht man einfach ein bisschen Zeit, bis die Änderungen sich dann auf dem Server etabliert haben. Viele Spieler gewöhnen sich dann dran und dann gibt es eine Steigerung in den Werten oder in der Statistik. Wenn man da zu schnell vorgehen würde, könnte man möglicherweise Sachen einfach so übersehen. Punkt 2, da geht es dann über überschneidende Luftverteidigungsbereiche. Also angenommen, ihr seid jetzt ein Torpedobomber und greift eben nicht nur ein Schiff an, sondern zwei oder sogar drei Schiffe. Dann war es in der Vergangenheit so, dass der Schaden einfach vervielfacht wurde. Ne? Also ihr seid in drei Zonen dann, und jede Zone hat jetzt nur als Beispiel 600 Schaden gemacht. Dann hättet ihr vorher 1800 Schaden pro Sekunde in eure Staffel reingedonnert bekommen. Und das wird eben jetzt verändert. Ne? Wenn ihr jetzt in eine Gruppe aus zwei Schiffen fahrt, also beide Zonen aktiv sind, dann ist der Schaden jetzt nicht mehr doppelt so stark, also nicht mehr 1200 Punkte, sondern 960 Punkte. Und wenn es drei Zonen sind, dann ist es nicht mehr 1800 Damage pro Sekunde, sondern 1260 Damage. Das ist immer noch eine ganze Menge, das müsst ihr mir einfach glauben, wenn ihr selber noch nicht Träger gefahren seid. Das ist immer noch recht viel und der Trägerpilot wird immer noch eine ganze Menge an Flugzeugen verlieren. Es ist aber trotz alledem kontrollierbarer und man ist nicht enorm überrascht, wenn man dann einfach mal irgendwie in den Bereich von drei Aufschaltungen kommt. Und ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass das ein bisschen reduziert wird, weil gerade wenn drei Schiffe damit Explosionen und so weiter einem das Leben sowieso schon schwer machen, dann ist das auf jeden Fall herzlich willkommen, wenn der Durchschnittsschaden dann ein bisschen minimiert wird. Ein bisschen, ja, ist ja wirklich nicht die Welt. So, dann kommen wir zu Slot Nummer 3 oder zu dem Punkt Nummer 3. Da geht es darum, dass das F-Spam-Problem gelöst werden soll, beziehungsweise es wurde ja schon gelöst, es ist ja insofern gelöst worden, dass Flieger eben lange
unten bleiben, also in dem Bereich, wo die Flak wirken kann, und also sie längere Zeit verwundbar sind. Man redet jetzt von einer Zeitfenster von ungefähr 10 Sekunden, wo die Flugzeuge noch beschossen werden können. Und ja, das wird jetzt wieder ein bisschen geändert werden. Ja, also die Flugzeuge müssen immer noch eine sehr große Höhe erreichen, bis sie wieder zurückfliegen können zum Träger. Aber die Verwundbarkeitsgrenze wird herabgesenkt. Das heißt, Flieger kommen schneller wieder in den Bereich rein, wo sie nicht mehr beschädigt werden können. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das sein wird, aber am Ende soll es eben dazu führen, dass man immer noch dafür sorgen muss, manuell die Flugzeuge aus dieser Luftverteidigungszone zu fliegen, um möglichst wenig Flugzeuge zu verlieren. Wenn man vorher schon die F-Taste drückt, wird man dafür weiterhin relativ stark bestraft werden. In Zukunft ist es eben so, man sollte die Flugzeuge rausfliegen aus der Kampfzone und dann die F-Taste drücken und dann wird dem Flieger auch ein bisschen weniger passieren. Das verlängert vor allen Dingen auch die Zeit, die der Pilot im Kampf verbringt, und in der Zeit kann er ja keine neuen Angriffe machen oder einfach F drücken und den nächsten Bomber schon starten und solche Sachen. Ja, hört sich erstmal sinnvoll für mich an. Der nächste Punkt ist die Kampfwirtschaft. Und zwar gibt es eine Menge Vorschläge von Spielern, dass auch die abgeschossenen Flieger mehr in das Wirtschaftssystem integriert werden sollen. Gerade jetzt in einer Zeit, wo mehr Flugzeugträger unterwegs sind, ist der Aufschrei natürlich klar und auch stark erwünscht, dass das Luftverteidigungsteam bzw. diejenigen, die da zusammengearbeitet haben, dann halt auch einen Bonus dafür bekommen, dass sie eben zusammengearbeitet haben und Flugzeuge abgeschossen haben. Und das wird etabliert werden. Es wird aber noch einen Moment dauern, bis sich diese Statistiken, also diese Werte da stabilisiert haben, und dann wird man da drüber nachdenken, wie man das implementiert bzw. dann eben hinzufügen. Dann wird mit Punkt Nummer 5 besprochen darüber, dass die ganzen Sachen einfach klarer werden sollen, nämlich für mich als Trägerfahrer schneller erkennbar sein soll, welche Flugzeuge sind jetzt wie viel an Deck und bis wie lange muss ich noch warten, bis die nächsten Flugzeuge wieder parat sind oder dann eben an Deck geschoben wurden. So eine Sache, rein optische, eine UI-Geschichte sozusagen, Interface-Geschichte, die da dann auch eine Rolle spielt, beziehungsweise dann überarbeitet werden soll. So, und dann geht es hier um das RPF, ja, Radio Location, so ist der englische Begriff. Aktuell ist es noch möglich, als Flugzeugträger, wenn man mit einem Flugzeug unterwegs ist, die nächsten Feinde per Radio Location angezeigt zu bekommen. Das wird demnächst für Flugzeugträger deaktiviert werden und somit ist es dann auch für die Schlachtflugzeuge, Torpedobomber etc. nicht mehr möglich, angezeigt zu bekommen, wo die nächsten Gegner sind. Also schon mal auch eine Unterstützung für die Schiffe, die zu Wasser unterwegs sind. Und dann gibt es Punkt Nummer 7, den habe ich euch eben gerade schon mit dem Hotfix 0803 mehr oder weniger näher gebracht. Hier geht es um das Zusammenspiel Flugzeugträger-Zerstörer bzw. um das Counterplay, nämlich dass Zerstörer einen starken Nachteil gegenüber Flugzeugträger hatten, wenn sie denn permanent gespottet und ja, angegriffen wurden. Dann waren sie halt relativ stark, relativ schnell aus so einem Gefecht. Sie wurden dazu gezwungen, sich zurückzuziehen oder nah an der Flotte zu bleiben und einfach den Job des DD-Fahrers gar nicht mehr so richtig nachzugehen. Zumindest ist das die Auffassung von Wargaming. Ich persönlich fand es jetzt gerade in der letzten Zeit, wo nur noch ein Träger pro Gefecht zugelassen wurde, vollkommen in Ordnung, wie es eigentlich war, wenn ich mal ehrlich bin. Klar hat man mal das Pech, dass man dann der DD ist, der gefokust wird möglicherweise, aber irgendwie... ja, ist das so ein bisschen schade. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was ich jetzt zuerst machen werde, wenn ich jetzt wieder mit einem CV ins Gefecht gehe, nachdem der Hotfix da ist. Ich muss mal gucken, was ich dann für Aktionen setzen kann, wie sich das neu anfühlt. Vor allen Dingen spotten geht ja auch nicht mehr. Also fühlt sich schon irgendwie alles ein bisschen merkwürdig an, aber gut. Nachdem wir Ihre Kommentare gelesen, gesammelt haben, werden wir versuchen, den Autopiloten zu modifizieren. Das ist Punkt Nummer 8. Also der Autopilot für den Träger vor allen Dingen ist wirklich noch so ein Problem, finde ich persönlich. Der macht noch Sachen, die sind wenig nachvollziehbar. Die Kurvenfahrten sind irgendwie total Schrott teilweise. Die setzt man 1 Kilometer vor die Insel und der beacht trotzdem. Und ach, keine Ahnung. Also da müssen noch ein paar Sachen verändert werden. Ich glaube, das geht euch genauso. Und wir sind dankbar oder ich bin froh darum, dass Sie hier noch so ein paar Sachen auf jeden Fall aufgelistet haben, die auch dem Trägerfahrer sicherlich wieder helfen werden. Ob das nachher, das wird sicherlich nicht der letzte Ratschluss sein und das wird da auch wieder noch weitere Anpassungen geben. So viel zu dem CV-Rework und den Anpassungen, die wir jetzt bis zum Update 084 hier auf dem Live-Server erleben werden. Wie gesagt, Work in Progress, die Sachen können sich noch komplett ändern. So, jetzt aber genug gewarnt und jetzt kommen wir mal zu einem Fun-Event, nämlich zu unserem Multistream. Seacrowds und KPM werden am 23.02. ab 20 Uhr Multistream, nämlich auf YouTube. Seacrowds wird auf YouTube streamen und
und der Clan KPM in Form von Parmamuk, so heißt der Kanal auf der Twitch-Seite, wird dann bei Twitch streamen und wir werden zusammen in der Divi unterwegs sein, den ganzen Abend lang, und wir werden dann auch immer mal wieder die Spieler durchtauschen. Wir haben da ein paar Gäste schon, soweit ich das verstanden habe. Ich werde mich da nochmal ein bisschen erkundigen, wie es bis dahin aussieht. Hier sind die beiden URL-Adressen, YouTube für C-Crowds und Twitch TV Parmamuk für Twitch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch den Samstag um 20 Uhr schon mal im Kalender markiert und dann halt auch wieder mit dabei seid. Wir werden sicherlich die eine oder andere Kleinigkeit für euch parat haben und das eine oder andere vielleicht auch für euch verlosen. Also von daher, ja, einfach da sein und uns die Daumen drücken, mitfiebern, mitschreiben, aktiv sein im Chat. Dann habt ihr vielleicht auch die Chance, da was mitzunehmen. Also, das ist Punkt Nummer 3 unserer Flaschenpost. Und Punkt Nummer 4 ist ein Gerücht. Ein Gerücht, nämlich dieses. Es soll jetzt im Supertest sein, dass Signalflaggen für Credits im Arsenal zu kaufen sein sollen. Allerdings hat der Preis das ganz schön in sich, wenn ich jetzt mal so sagen möchte. Ja? Also 6.400 Kohle für 20 India-Yankee-Flaggen. Ich glaube, das ist der jetzige Preis. Und in Zukunft können halt auch Credits dafür investiert werden, um so eine Signalflaggen zu kaufen. Dann kosten aber die gleiche Anzahl von India-Yankee-Flaggen, die sonst 6.400 Kohle kosten, 1,92 Millionen Credits. Ist relativ intensiv, muss ich sagen. Man kann Gutscheincodes drauf anwenden, also diese Sachen, die man alle Monat einmal wieder aufgeladen bekommt, wo man dann irgendwie den Preis um 50% oder 25% reduzieren kann. Das ist zumindest angedacht. Ob das jetzt alles so kommt, ob die Preise final sind und so weiter, das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen hier an dieser Stelle. Wir haben hier nur diese Sache ausfindig gemacht und wollten sie euch nicht vorenthalten. Die Flaggen kosten auch alle unterschiedlich viel. India X-Ray ist teurer, während hier Mike Yankee Soxy 6 eben weniger kostet. Also macht euch euer eigenes Bild. Was haltet ihr davon, dass Signalflaggen in Zukunft vielleicht auch für Credits erhältlich sein sollen im Arsenal? Ich bin gespannt, ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der ganzen Flaschenpost. Ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen was geholfen. Ein bisschen, ihr fühlt euch informiert, besser informiert, als ihr vielleicht vorher wart. Und wenn dem so ist, würde ich mich, wie gesagt, wie immer sehr über eure Abonnements, eure Daumen nach oben, eure Weiterempfehlungen freuen und natürlich eure Kommentare. Da möchte ich auch nochmal ganz an dieser Stelle ganz, ganz, ganz doll vielen, vielen Dank an alle sagen, die immer so reichlich kommentieren, uns Feedback geben, auch wenn es einfach nur ein Danke ist oder ein Lob, oder wenn ihr mal Kritik haben solltet, auch dafür sind wir offen, solange sie konstruktiv ist und nicht unter die Gürtellinie oder irgendwie persönlich wird oder so eine Sachen, dann schreibt einfach den Kommentar auch bei YouTube rein, das ist herzlich willkommen, prinzipiell auch wirklich gern gesehen, weil nur durch konstruktive Kritik, durch Ideen können wir auch nochmal besser werden, und manchmal ist die externe Idee eine bessere als das, was man mit seinen eigenen Augen sieht, weil wir ja auch ein Stück weit in dieser ganzen Materie drinne stecken und manchmal gar nicht so über unseren Tellerrand vielleicht so weit hinausgucken, wie wir das vielleicht tun sollten. Und ich hoffe, dass ihr uns weiter begleitet und weiter uns auch weiter empfehlt, weil das ist das, was für uns super wichtig ist. Eure Weiterempfehlungen, auch zum Beispiel im Forum oder meinetwegen auch bei Sehalis im Forum, wenn euch C-Crowds gefällt. Wir haben uns als Contributor beworben. Wir wollen gerne, ich möchte gerne Contributor werden für euch da draußen. Unterstützt uns mit einer Nachricht oder wie auch immer ihr das möchtet. Ja, ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür. Das ist mir ein persönliches Anliegen, euch weiter zu informieren. Ich mache das sehr, sehr gerne. Und ihr zeigt uns ja, dass wir einiges richtig machen hier. Und dafür möchte ich einfach auch nochmal an der Stelle Danke sagen. Und wir sehen uns jetzt im nächsten Video hier auf dem C-Crowds-Kanal oder dann eben im Livestream, wie auch immer, wo ihr möchtet. Ihr könnt uns auch im Discord noch folgen oder halt auf der Facebook-Seite, wenn ihr ein paar Informationen lesen wollt. Da posten wir auch regelmäßig immer ein paar Informationen für euch. Auch mal ein paar Gutscheincodes sind auch manchmal dabei. So, jetzt bedanke ich mich für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ne? Haut rein, ciao, ciao, euer C-Crowds-Team, euer Marara. Tschüss.